Hi everybody, Mikey G hier, Mike, und willkommen zurück zu Flame of the Rebellion. Ja, Leute, jetzt ist es zappenduster geworden gerade in der letzten Folge. Und wir müssen jetzt mal hören, was da abgeht. Ich habe jetzt schon ein bisschen Angst, Leute. Sei still und gib mir deine Taschenlampe. Ich kann absolut nichts erkennen. Oh! Spürhunter greift an. War ja klar, dass das Viech irgendwann noch auftauchen wird. So, Deckung. So, wir haben ja schon so lange nicht mehr gekämpft, Leute. Ja, komm, alle hauen drauf. Ist es ja nur einer. Ich hoffe, dass wir den Strom auch schnell wieder angestellt bekommen. Und so, wie kann der doch gar nicht aushalten? Sag ich doch. Ein Hunter! Frank hatte recht. Wir müssen herausfinden, woher er kam. Ein Glück, der Strom ist wieder da. Leute. Ein bisschen hochheilen wieder. So. Der kam von da. Also hier aus dem Schacht wahrscheinlich raus. Sieht aus, als wäre er aus dem Luftschacht gekommen. Wir müssen etwas reinstopfen, um den Schacht zu blockieren. Roland, du bist klein genug und du würdest da reinpassen. Wie bitte? Willst du mich benutzen, um den Schacht zu verstopfen? Ich denke, er meinte damit, dass du den Schacht kriegen sollst, um nachzusehen, wie der Hunter da reingekommen ist. Bist du wahnsinnig? Ich könnte dabei draufgehen. Was ist denn, wenn da noch einer drin steckt? Genau deswegen müssen wir ja wissen... Genau deswegen müssen wir das Ding dicht kriegen. Sorry, Leute. Sieh nach, ob wir irgendwas, eine Möglichkeit finden, ihn zu verstopfen oder sowas. Wir werden dich nicht zwingen, Roland, aber du bist der Einzige, der reinpasst. Na gut. Aber ich komme sofort zurück, wenn ich was Hunter-ähnliches auftaucht. Na toll. Jetzt kriegen wir hier da durch. Nanu, hier liegen Kabel mitten im Schacht. Sieht so aus, als wären sie irgendwie markiert, aber ich kann es nicht genau erkennen von hier. Ich soll sie mal näher ansehen. Ich brauche sie noch alle in der Party drin. Nice. Okay. Hier ist eine Kreuzung. Es scheint mehrere Schächte zu geben. Sieh nach, ob du irgendwo eine Öffnung findest, durch die der Hunter reingekommen ist. Dann tun wir das mal. Da oben war nichts. Und hier oben? Was ist das? Schaltkreise. Hier ist eine Art Verteilerkasten, aus dem ein dickes schwarzes Kabel führt. Okay. Da scheint er schon mal nicht rausgekommen zu sein. Hier haben wir schon mal beide Schächte im Blick. Ich glaube hier. Doch nicht. Dann doch da links, wo der kleine Lichtkegel war. Schöne Musik. Mag so, was uns atmosphärisch passt. Scheint, als wäre der Hunter hier durch diese Öffnung reingekommen. Ich muss den Schacht irgendwie blockieren. Nur wie? Ich könnte dieses Kabel durchschneiden, dann würde jeder, der versucht, rüberzukriegen, einen Schlag kriegen. Ja, das solltest du tun, Roland. Ganz eindeutig. Keine Markierung. Ich könnte es durchschneiden. Dann wäre der Gang blockiert. Aber ich müsste erst den Strom abschneiden, sonst kriege ich selbst einen Schlag. Ohne die Markierung weiß ich nicht, welches ich abstellen muss. Ich muss das zuerst rauskriegen. Was für eine Markierung? Okay, gehen wir mal zum Verteilerkasten. Ob wir schon einen Hinweis haben? Okay. In diesem Verteilerkasten kann ich den Strom für die einzelnen Kabel abstellen. Nur weiß ich immer noch nicht, welche Farbe ich abstellen muss. Alle abzustellen scheint unmöglich zu sein. Da hängt ja eine Skizze des Stromnetzes. Okay, das geht raus, runter und weiter. Also ganz klar werde ich da nicht raus. Da waren keine Farben. Ich lasse es lieber. Ich sehe mir die Kabel nochmal genau an. Hä, Leute, bin ich blöd? Ich habe keine Farbe gesehen. Das schwarze Kabel teilt sich hier auf und zwei andere.
blaues Kabel, das vom schwarzen Kabel aus in die Wand führt. Gelbes Kabel. Okay, das heißt, wir brauchen dies hier. Keine Markierung. Es kommt aber von rechts. Es kommt von rechts. Also dieses da. So, das heißt wahrscheinlich dieses hier. Welches ist das? Rotes Kabel. Dann wird hier auch keine Markierung drauf sein. Rotes Kabel. Dann ist es bestimmt das rote. Aber schauen wir nochmal nach. Verteilerkasten. Ja, denk eine Skizze. Da, das geht rechts weiter und dann ist es das linke hier unten. Welche Farbe war das? Ups. Okay, ich habe mir die Farbe jetzt nicht gemerkt. Blaues Kabel. Nehmen wir das blaue Kabel. Ja, wir nehmen das blaue Kabel. Blaues Kabel, adieu. So. Jetzt aber, Leute. Ich weiß nicht, schlau daraus. Jetzt sind wir schlau daraus. Das blaue Kabel abschalten. So, hoffentlich war es das Richtige. Ansonsten sind wir gleich Game Over. Und das wäre nicht gut. So, Leute, da ist das Kabel. 3, 2, 1. Hoffentlich ist das richtige Kabel. Würde ich durchschneiden. Wird schon schief gehen. Glück gehabt. Jetzt muss ich nur noch den Strom wieder anschalten, der Schacht ist dicht. Hoffen wir mal, dass wir schnell genug sind und dass uns keiner folgt jetzt. Dun, dun, dun. So. Strom wieder einschalten. Sehr schön. Der Schacht ist dicht, unser Ziel wurde erfüllt und wir können zurück zu den anderen gehen. Sehr gut. So, das müsste sie aufhalten. Es hat sie aufgehalten. Ich weiß nicht, ob ich mich darüber freuen soll. Ganz im Ernst. Wo sind die anderen? Naja, regulär sind sie doch in unserer Party, ne? Okay. Das war jetzt schon mal ein Hunter und ein Zuren, den wir gesichert haben. Geht's hier unten weiter? Meh. Hä? Wieso ist diese Tür verschlossen? Dahinter ist die Kristallkammer und Techniker haben Zutritt. Wir haben auch so ein Ding? Konnten wir tatsächlich diesen riesen Kristall sichern? Scheint wohl fast so. Suchen wir weiter. Habt ihr das auch gehört? Oh, ich glaube, das kam von den Pennern. Das kam vom Ende des Gangs. Die Penner! Lass das schnell nachsehen. Aber erst schauen wir noch unser HP. Die ist okay. Okay, auf in den Kampf! Das kann nichts Gutes heißen. Oh mein Gott, was ist denn hier passiert? Sie wurden regelrecht in Stücke gerissen. Das kann kein Mensch gewesen sein. Noch ein Hunter. Wir müssen ihn finden. Er ist bestimmt noch in der Nähe. Er ist bestimmt noch hier. Ah, da ist er ja. Tunnelhunter. Der kann! Sehr gut. Wie stark ist der? Oh, super. Ist ja viel zu stark. Aber immerhin sind wir schneller als der und der Träger. Alle draufhauen. Zumindest sind es nur einzelne. Aber das scheint eine Spezialattacke auch gewesen zu sein. Mit der Schaufel anzugreifen. Hoffentlich kriegen wir den so schnell wie es geht platt. Ja, aber da bin ich jetzt gerade zuversichtlich. So Leute, komm schon! Kann nicht mehr lange dauern! Na los! So wird das gemacht. Verdammte Tunnelhunter, von denen habe ich so schon viel Schlimmes gehört. Er hat sich einfach durch die Wand gegraben. Wir müssen sofort Frank informieren und zwar schnell. Ja, besser ist es. Lebenspunkte. Roland kriegt ein kleines Wundwasser. Ja, kriegt er. So, jetzt haben wir nur noch großes Wundwasser. Zwei große übrig. Oh, Mann.
So wenig Gegenstände. Hoffen wir mal, dass wir es rechtzeitig zurückschaffen zu den anderen. Und dass die Hunter nicht schneller waren. Oh Gott, hab ich mir gerade erschrocken. Ich dachte schon, da war einer hinter uns. So, Frank war da oben. Als wir ihn das letzte Mal sahen. Nein, er war ganz... Er war hier oben. Ist er noch da? Ich glaube schon. Da rennt der Kerl noch rum. Und da steht Frank, sehr gut. Es sind Hunter in der Basis und... Psst, sprich leiser, Tony. Ich weiß es schon von Tony. Sprich leiser, Roland. Was meinst du mit sprich leiser? Wir müssen die Leute hier doch warnen. Nein, Roland. Wenn wir bekannt geben, dass Hunter uns hier gefunden haben, könnte es in einer Panik enden und die Imps... Weil wenn die Imps das Geschrei hören, finden sie uns garantiert. Aber sie haben uns doch schon gefunden. Sei verdammt nochmal leise. Niemand hat uns gefunden. Diese Hunter sind nur Spürhunde. Wenn wir sie ausschalten, bevor sie Meldung machen können, haben wir nichts zu befürchten. Das ist doch Wahnsinn. Woher sollen wir denn wissen, wo sie sich als nächstes durchgraben werden? Sie können sich nicht durch die Betonwände graben. Das heißt, nur die gegrabenen Tunnel sind kritisch. Da Tunnelhunter solche Hohlräume aufspüren und davon angelockt werden. Sorry. Die Spürhunter hingegen sind dafür da, enge Schächte zu untersuchen. Das heißt, wir müssen auf solche Ablaufschächte achten, wie der unten im südlichen Quergang. Und was ist mit den Luftschächten? Schließlich kam ein Spürhunter aus dem Technikraum. Nein, der im Technikraum ist der einzige, der durch den ein Hunter passen würde. Die anderen sind viel zu eng. Geh am besten in den Wasserraum und sag dem Techniker dort, dass er alle Abflussrohre schließen soll. Dann kommen die Hunter nicht mehr da rein. Nehmt das hier mit, ihr braucht es vielleicht. Oh, danke. Vielleicht ist gut. Klar brauchen wir das. Aber wir sollten auch mal abspeichern. Jetzt ist schon ganz schön viel Zeit wieder vergangen. Gehen wir mal zum Medic. Medic. Wir brauchen einen Medic. So. Bitte heilen. Dankeschön. So. Und jetzt bitte noch eine Flamme der Rebellion zum Speichern. Wo war eigentlich der letzte Speicherpunkt, Leute? Ich vermute mal in unserem Quartier. Da gehen wir jetzt mal hin. Und speichern mal eine Runde ab. Damit wir nicht wie so oft mal wieder Game Over gehen und ich wieder alles von vorne machen muss. So, das hier ist unser Quartier. Und hier speichern wir. Doppelt hält besser. Können wir darüber was machen? Ich fasse ihn besser nicht nochmal an. So. Alles klar, Leute. Ich mache eine ganz kleine Aufnahmepause und wir sehen uns gleich wieder. Ciao. So, Leute, da bin ich auch schon wieder. Und wir haben ja immer noch die Aufgabe. Verschließe die Schächte und vernichte alle eingedrungenen Hunter. Genau, die ganzen Hunter zu suchen. Und da machen wir jetzt auch gerade mal weiter. Wo müssen wir jetzt nochmal hin? Das sind die ganzen Quartiere der Kämpfer, wie wir ja schon festgestellt haben. Aber ich denke, wir müssen noch... Nein, was war das? Never mind. Wir müssen ja noch die ganzen Tunnelsysteme durchschauen. Wo waren die nochmal alle? Rechts war noch eins. War links noch eins? Schauen wir mal nach. Bei Horst. War das Horst? Da ging es nicht rein. In die Kirche. So, da lang. Ja. Oh, da ist was passiert. Verdammtes Vieh. Das verdammte Vieh hat sich einfach so durch die Wand gegraben. Wäre es nicht so laut gewesen, hätte ich es nicht mal gemerkt. Okay, wir kommen hier vorbei. Jawohl. Die Frage ist, ob da noch was ist. Das Gitter ist fest verschweißt. Dahinter scheint der Gang eingestürzt zu sein. Oh, was ist das? Das hat mal geleuchtet ein bisschen. Okay. Vielleicht erleben wir hier jetzt noch eine Überraschung, da Horst nicht mehr hier drin ist. Hier standen ja auch die ganzen Transporter rum. Aber ich denke, hier wird nichts mehr sein. Ja, genau. Frank meinte ja eben, wir sollten nur in den Tunneln schauen, die gegraben wurden.
Und ich denke, da gehen wir jetzt auch hin zurück. Sonst kommen wir ja nie voran hier und erleben keine Action mehr. So. Bei den Pennern waren wir ja schon, da haben wir, denke ich mal, schon alles entsorgt. So viel zum Thema, da ist auch schon einer. Spürhunter. Okay. Dann geht's jetzt wieder los. Wir hauen kräftig drauf. Ah ja, die sind ganz schön stark gewesen, stimmt. Aber das soll uns nicht davon abhalten. Wir lassen uns nicht entmutigen. Komm schon, gleich haben wir dich. Jetzt kannst du uns nichts mehr entgegensetzen. Haha. Komm schon. Jawohl. Und vorbei. 5 Erfahrungen erlangt. Haben wir eigentlich... Die kommen wirklich aus allen Löchern. Können wir das zumachen irgendwie? Aber jetzt schauen wir erstmal kurz nach, ob wir uns heilen müssen. Rainer muss geheilt werden. Und Thomas. So, wie sieht es mit den Erfahrungspunkten aus? Das dauert noch zu lang. Geht's da rein? Nein, geht es nicht. Dann lassen wir da eben offen. Okay. Können wir vielleicht jetzt in die Waffenkammer? Abgeschlossen. Da drin ist das Waffenlager. Ist ja nicht so, als ob wir es brauchen könnten jetzt, da wir uns gegen Hunter verteidigen müssen. Aber wie auch immer. So, schauen wir hier mal in dem Gang rechts. Weil ich kann mir gut vorstellen, dass hier gleich noch... Oh, ich erschrecke mich jedes Mal vor dem Geräusch. Dass hier rechts vielleicht noch was ist. Technik. Ach, Leute, ich bin ein Idiot. Da waren wir doch schon drin. Dann ging es doch da oben rechts weiter, wo ich gerade nach unten gelaufen bin. So. Ha, dieses Mal habe ich damit gerechnet. Ich war vorbereitet. Hier lang nämlich. Auch nicht. War das hier? Was macht denn er hier? Eins dieser Mistdinger kam hier durch den Abwasserkanal gekrochen. Wurde allerdings vom Wasser mitgerissen und auf das Abdeckgitter über dem Kanal, über dem Klärbecken hier gespült, welches unter seinem Gewicht eingebrochen ist und ihn mitten in die Tiefe gerissen hat. Ich hoffe nur, dass er nicht schwimmen kann. Ja, hoffen wir das mal, dass es nicht noch andere unangenehme Überraschungen bevorstehen werden. Alright, wo sind wir jetzt hier? Da ist auch zu. Aber ich glaube jetzt sind wir in dem Bereich, wo Frank vorhin rumstand. Oh, es sind 2 Lebenspunkte. Ey, das ist voll gemein. Habt ihr das gesehen? Die wollten ins Menü und es läuft trotzdem weiter. Das Problem hatten wir ja schon mal. Was zur Hölle? Tunnelhunter. Aber diese Penner machen wir trotzdem Platz. Wobei ich äußerst gerne jetzt mal ein paar Granaten hätte, um ehrlich zu sein. Sehr gut, die sind nicht so schnell wie wir. Oh, aber zocken trotzdem noch eine Menge ab. Was haben wir denn eigentlich noch da? Nichts, das uns helfen könnte. So, nein, kein Befehl, du heilst dich wieder. Und dann geht's ans Eingemachte. Okay, die machen nur 3 Schaden und treffen auch nicht immer. Das heißt, der Kampf dürfte eigentlich nicht allzu schwer sein. Ich hoffe, dass sie nicht allzu viele Lebenspunkte haben. Okay, weiter geht's. Hoffen wir mal, dass sie nicht wieder ihre Schaufelattacke machen. Okay, jetzt wird's ein bisschen bremslich. Du heilst Roland. Als ob ich es geahnt hätte. Roland kriegt ganz schön auf die Fresse hier gerade. Du heilst nochmal Roland. Einer. Ah, Leute, dieses Balancing in dem... Das Balancing in dem Game. Ich weiß, ich habe es bestimmt schon 10.000 Mal ausgesprochen. Aber es ist einfach nicht das Beste, nicht wahr? Ich meine, es ist ein Unterschied, ob ein Kampf anspruchsvoll ist oder ob er nahezu unfair ist. Und sind wir mal ehrlich, die Kämpfe in Schmelz selber, die waren schon ziemlich, ziemlich happig, was das angeht. Und die eine Stelle, ich kann mir echt nicht vorstellen, wie man das Ganze hinbekommen soll alleine, wenn die beiden Soldaten deutlich stärker sind als wir selber. Oder sogar die 3 oben, wo wir Jesse später getroffen haben. Hey, was ist eigentlich aus Jesse geworden? Ob wir das überhaupt noch erfahren werden?
Er hat sich einfach durch die Wand gegraben. Ich hoffe nur, die haben nicht allzu viele von denen. Na, darauf möchte ich nicht wetten. Na toll, jetzt haben wir keine Dings mehr. Aber wir suchen es trotzdem mal weiter. Wir müssen hier mal weiter schauen. Nicht, dass hier noch welche rumrennen. Aber warte mal, können wir vielleicht das Loch hier irgendwas tun? Hier haben sie sich reingebuddelt. Nee, können wir nicht. Okay, das heißt, wir müssen noch mehr finden. Da hinten ist nichts. Ach, stimmt. Da hat ja Roland einfach so beschlossen, uns nicht zu sagen, was da hinten vor sich geht. Und einfach, dass wir da nicht rein können. Aber da oben. Ah, genau. Wie geht's denn unserem Freund von den Fire Snakes? Ob es dem noch gut geht? Dem geht's noch gut. Hat er was zu berichten? Ja, schon. Ach, das Gleiche. Bist du sicher? Es geht hier immerhin um Hunter. Dann wird's ein verdammter Crawl-Panzer, wer Mann? Fire Snake. Ja. Okay, gleicher Dialog wie vorhin auch. Okay, dann hätten wir diesen Tunnel auch geklärt. Ich glaube, wir gehen einfach mal zu Frank wieder zurück. Heilen uns, gehen zu Frank und speichern. Vielleicht nicht unbedingt in dieser Reihenfolge, aber schauen wir mal weiter. Okay, das sind die Hunter. Ich habe keine allzu großen Erinnerungen mehr, was jetzt noch kommen kann. Aber, ich weiß, das habe ich vorher auch schon gesagt, aber ich glaube, diesmal ist es wirklich nahezu das Ende in Sicht. Denn ich wage mich zu erinnern, dass das eins der letzten Areale war. So. Oder vielleicht kommt ja hier noch irgendwo einer raus. Es sei denn, Frank sagt uns, dass alles okay ist. Sagt dem Techniker im Wasserraum Bescheid, damit die Schleusenklappen der Abflussrohre schließt. Ah, okay. Welcher war das eigentlich? War das der Raum, in dem wir vorhin schon waren? Ich gehe mal stark davon aus, ja. Deswegen gehen wir da jetzt auch wieder hin. Der Technikraum bei den Pennern. So, und diesmal schrecke ich mich nicht. Dieses Geräusch, ey. So. Also, immer weiter. Ich denke einfach mal, dass das er war. Zumindest ist es der einzige Techniker, den wir bis jetzt getroffen haben. Mann, habe ich einen Schreck gekriegt. Ein Glück, dass ihr hier wart, sonst hätte mich das Ding wohl möglich zerfleischt. Okay, vielleicht auch nicht. Wo war noch was? Da unten, das war so eine Art Serverraum, glaube ich. Aber ich glaube nicht, dass es der richtige ist. Hä, wieso ist die Tür verschlossen? Ach, das war die Kristallkammer, genau. Mann, wo ist dieser Techniker? Die Sache ist alles viel zu weitläufig. Roland mal wieder viel zu langsam. Okay, hier war nichts mehr weiter. Ich frage mich allerdings, ob die imperialen Truppen sich noch irgendwelchen anderen Schabernack für uns ausgedacht haben. Wo war hier denn was? Hier war, glaube ich, ein leerer Raum. Ja. Bei Tony wird es wohl auch nicht gewesen sein. Aber gehen wir mal da rechts weiter. Ich glaube nämlich, da war eher die richtige Richtung. So. Nanu, wo ist denn der Wassertechniker hin? Und hier sind wir richtig. Vielleicht können wir die Rohre auch selbst schließen. Lass uns den Raum absuchen. Tja, Leute, das werden wir auch tun. Aber in der nächsten Folge. Remember everybody to rock your life. Cheerio.